Und damit hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Death Stranding. Ja, wir sollen jetzt Mama aufsuchen in ihrem Labor. Das würde ich ja dann doch schon einmal machen, glaube ich. Und sie ist generell irgendwo da hinten, ja. Ist ja gar nicht weit weg, es ist ja gleich da vorne. Irgendwo ein Akkuladegerät. Ah ja, hier, guck mal. Raum. Mein Fahrzeug ist nämlich so gut wie leer. Geh mal zu Fuß weiter. Wäre, glaube ich, besser. Weiß gar nicht, wo die jetzt ist hier. Oh, guck mal hier. Jawohl. Virale Kristalle nehme ich immer gerne mit. GD-Gebiet. So. Ganz kurz, ne, kann ich nicht. Muss mal laufen lassen, leider. Muss mal gucken, ich glaube fast, das sind 30 FPS bloß noch. Das sieht mir langsam danach aus. Das ist also Mama. Episode 5. Mama. Sie hat Hunger. So, sie schläft. Sie kann sie zwar nicht trinken, aber mein Körper produziert die Milch. Das Durchgehen der Bewegungen hilft gegen den Schmerz. Was ist sie? Sie ist meine Tochter. Und ich ihre Mama. Schon gut. Sie ist nur mit mir verbunden. Sie ist nicht wie andere GDs. Du kannst es sehen, oder? Du bist verbunden. Jetzt weißt du, warum ich nicht weg kann. Ah.
Also, wegen der Superzelle. Gibst du uns Erwachsenen mal eine Minute? Danke. Schau mal. Das war die chirale Dichte, als die Superzelle auftauchte. Aber sie normalisierte sich fast augenblicklich wieder. Das heißt, der Sturm verschwand in nicht mal einer Sekunde. Das ist unmöglich. Okay, sehen wir uns doch mal die Aufzeichnungen deiner Handschellen an. Das ist ziemlich verrückt, aber wenigstens bist du es nicht. Die Protokolldaten stützen deine Geschichte. Ich schätze mal, du warst gefangen zwischen zwei verschiedenen Raumzeiten. Zwei verschiedene Raumzeiten? Das HQ analysiert das genauer. Sie können nur auf das Frequenzspektrum zurückgreifen. Aber mit etwas Anstrengung sollten sie herauskriegen, wo du hingeschickt wurdest. Noch eine chirale Spitze. Sie weint nachts öfter. Die chirale Dichte steigt in Regionen, die im chiralen Netzwerk sind. Aber die Werte sind viel, viel höher als berechnet. Das ist schlecht, oder? Ja, mehr Verbindungen bedeuten mehr Chiralium. Bridges erkannte das schon früher als Problem, also habe ich in den Cupids Begrenzer eingebaut, um das chirale Niveau zu bremsen. Aber dein Begrenzer scheint fehlerhaft zu sein. Die Superzelle und das zeitliche Phänomen, das du erlebt hast, könnten damit zu tun haben. Das heißt, es könnte weitere zeitliche Phänomene geben, wenn ich das Netzwerk weiter ausbaue? Vielleicht. Oder noch schlimmer. Wir lösen einen gestrandeten Tod aus. Aber du hast eine Lösung. Natürlich habe ich eine Lösung. Und zwar hier drüben. Wir müssen nur einen Begrenzer in diesen neuen Cupid von mir einbauen. Ich dachte, ich baue dir einen, wenn du schon vorbeikommst. Super. Krise abgewendet. Nein, Krise nicht abgewendet. Wir müssen die Software an die neue Hardware anpassen. Na dann leg los. Ja, das kann ich nicht. Ich habe die Hardware entworfen, aber die Software stammt von jemand anderem. Okay, wo finden wir ihn? Sie. Ihr Name ist Lochner. Sie war Mitglied von Bridges 1. Du musst nach Mountain North City gehen. Okay, ich muss sowieso einen Cupid dorthin bringen. Oh, gut. Sehr gut. Schon wieder. Ich weiß nicht, was sie in letzter Zeit hat. Sie hat solche Angst. Sieh nur. Vielleicht will die andere Seite sie zurück. Oder aber vielleicht will sie zurück. So kann es nicht weitergehen. So viel weiß ich. Willst du mir erzählen, was passiert ist? Sie sollte kommen. Ich wartete im Krankenhaus auf den Kaiserschnitt. Dann schlugen die Terroristen zu. Unter den Trümmern eingeklemmt. Ich konnte einfach nur warten. Fühlte sich an wie eine Ewigkeit.
es kam niemand. Wenigstens hatte ich Luft und Wasser. Ich weiß nicht, wie viele Tage vergingen. Das Wasser ging aus und die Kälte kam. In den Trümmern kam sie zur Welt. Aber anstelle von Leben brachte ich den Tod auf die Welt. Alles gut. Als der Zeitregen aufhörte, begann meine Kleine zu schreien. Sie schrie und schrie und schrie. Ihr Leben war der Preis, den ich für mein Überleben zahlte. Sie hat mich gerettet. Seitdem waren wir nie getrennt. Aber sie ist ein Gedeh. Was sie an diesen Ort bindet, bindet auch mich. Ich bin praktisch nie wirklich entlassen worden. Und das ist okay für dich? Zu wissen, dass sie tot ist. Willst du dein Leben im Schatten der Toten verbringen? Komm. Das sagst gerade du. Dir sind die Toten lieber als die Lebenden. Sonst wärst du doch nicht hier. Mir fällt gerade ein, Deadman sagte, Wiederkehrer hätten besonderes Blut. Darf ich eine Probe nehmen? Ja, klar. Saug mich leer. Im Schlaf zapft sie mir sowieso Blut ab. Die ist kalt, oder? Nicht bewegen. So, fertig. Ich will etwas testen. Mama, bist du... Tut mir leid, Sam. Würdest du uns jetzt wohl allein lassen? Ja. Ich muss wieder an die Arbeit. Sam? Hey, vergiss mein Gerede von den chiralen Spitzen. Wir müssen zuerst die Welt wieder verbinden. Vielleicht verschlimmern wir die Lage. Vielleicht nicht. Aber es gibt keinen Plan B. Viel Glück, Sam. Sam, das Lieferterminal draußen funktioniert noch. Los, schließ es bitte an. Dort gebe ich dir weitere Anweisungen. Crazy. Das ist total crazy. Alter, Finn. Sam, dein nächstes Ziel ist es, Mountain Not City ins Netzwerk einzugliedern. Ach du Heiliger. Diese Route führt zu einem Wegposten und dann zu einem Verteilerzentrum nördlich der Stadt. Ab dort wird es schwierig. Du musst einen Umweg um die Berge herum machen. Willst du immer noch, dass ich auf dem Weg diesen Qubit verwende? Die Software wurde noch nicht überschrieben. Ist okay. Wenn dein Qubit funktioniert und du Mountain Not City anbindest, sollte das Update eingespielt werden und die Verbindung stabilisieren. Noch ein Grund, schnellstens dorthin zu kommen. Aber erstmal muss dein aktueller Qubit reichen. Aha. Was von Amelie gehört? Nichts. Hoffen wir einfach.
einfach, dass es ihr gut geht. Und machen wir weiter. Das würde sie von uns erwarten. Wie dem auch sei, schau beim südlichen Verteilerzentrum von Lake North City vorbei, bevor du aufbrichst. Viel Glück da draußen. Übrigens, Sam, ich habe deinem TCK den Seilrutschenbauplan hinzugefügt. Der könnte nützlich sein. Für den Aufbau benötigst du 2 Verankerungen. Warum solltest du Fracht über Flüsse und steile Hänge tragen, wenn du sie einfach durch die Luft schicken kannst? Oder, wenn du sie ausprobieren willst, kannst du die Verankerungen vor meinem Labor nutzen. Viel Spaß! Die gute Nachricht lautet, Fragile hat Zeit und würde dir helfen. Such einen privaten Raum auf, um dich von Fragile schicken zu lassen. South North City scheint am nächsten zu liegen. Geht natürlich deutlich schneller als zu laufen. Allerdings kannst du dabei keine Fracht mitführen. Deine Entscheidung. Behalte die Option einfach im Hinterkopf. Ja. Sehr viel Input. Aufträge annehmen. Aufträge für Sam. Ressourcen sammeln. 60 Kilo. Das soll dann nach South North City. Das ist oben gewesen irgendwo dann. Habe ich erwähnt, dass dein TCK jetzt eine Seilrutschenoption hat? Hat er nämlich. Setze Verankerungen und verbinde sie mit einem Seil und schon reist du in Rekordzeit von A nach B. Probier's mal aus. Okay. Platziert eine Verankerung. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll gerade. Okay, das habe ich ja. Hab ich habe wieder 3 Stück mit. Aber naja, okay. Okay, dann laufen wir mal weiter die Richtung hier. Aber keine Ahnung, wo wir dann jetzt die blöde Verankerung machen sollen. Das weiß ich gar nicht. Ja, das ist auf jeden Fall da hinten. Wir könnten höchstens hier so eine Verankerung. Ja, hier ist eine Seilrutsche. Führt natürlich auch bis hier runter. Ja, das könnte hinhauen. Da oben, das Ding ist das. Ja, dann gucken wir doch mal. Wie das funktioniert. Die ganzen Straßen müssen auch noch richtig verbaut werden. Aber dafür braucht man sehr viel Material. Unglaublich viel Material. Gleichgewicht halten, Kumpel. War ganz schön knapp. Wie kann man denn so in Schlenkern geraten, Herrgott? Das passiert mir nur, wenn draußen Eis liegt. Dann schlenkere ich auch so rum. Guck mal hier, so eine Verankerung. Seilrutsche benutzen. Alter. Wo ist denn jetzt mein Ziel? Da unten ist aber mein Ziel, Junge. Die Seilrutsche ist doch doof gerade. Ich probiere es trotzdem mal aus. So, zum Ende rutschen. Zum Ziel wählen. Ich kann nur in die Richtung, okay. Das hat sie gemeint. Probieren wir die Seilrutsche aus. Aber das ist ja geil, Alter. Krass, wenn du dann so einiges... Netzwerk hast und so, das ist schon nice. Man hat hier einiges im Netzwerk. Da
3 Stück sozusagen. Ja, dann springen wir mal zurück. Und dann gucken wir mal, ob ich eine unten aufbauen kann. Das wäre ja nice. Okay, dann können wir hier runtergehen, Ziel wählen, Karte öffnen, von Seilrutsche steigen. Lol. Das ist cool. Ich feier das. Da unten müssen wir hin. Vielleicht kann ich da unten ja eine Seilrutsche hinbauen. Nicht hinklatschen, Kumpel. Wie soll ich denn da runterkommen? Ach nee, da muss man hin. Warte mal. Ich muss ja erstmal irgendwas einsammeln. Ach nee, das müssen wir dann abgeben dort. Genau. Also muss ich erstmal hier runter. Wie komme ich hier runter? Ich. Wartet mal. Ich probiere das jetzt mal aus mit dem Teil. Kann man es ja doch hier hin haben. Aber das hätte ja dann wahrscheinlich schon jemand getan. Gehe ich mal von aus. So, 2. Das ist die Seilrutsche. Boah, geil, das geht. Guck mal. Komm mal zumindest wieder schnell nach oben. Aber wie komme ich jetzt am besten hier runter? Mit der Seilrutsche wird das wahrscheinlich nicht gehen. Ich gucke bloß mal, ob ich jetzt auch die Möglichkeit habe, da hochzukommen. Ansonsten war es völlig umsonst. Aber ja, es geht. Guck mal. Nice! Aber ich will natürlich jetzt nicht wieder nach oben. Ich will ja hier runter. Und das Problem ist, hier runter zu kommen, halt nicht einfach. Ich könnte erstens das Seil benutzen, was hier lag. Hat da schon freundlicherweise jemand hier hingelegt. So, hier. Müsste doch irgendwo das Seil sein. Seil nehmen. Aber das wird auch nicht lang sein. Na. Nein, nein, nein. Weiter runter. Ja, weiter komme ich nicht. Aber das ist auch, glaube ich, ausreichend. So. Und so. Au, au. So. Das ist der. Das ist jetzt die Fracht für den Auftrag gewesen. Okay. Damit müssen wir. Moment. Müssen wir eh jetzt nach oben. Das heißt, ich könnte direkt da hinten langlaufen.
Kann ich die auch noch mitnehmen? Ja. Sieht schwer aus hier. Also hier kannst du nur laufen. Hier kannst du echt nur lang laufen. Was ist das denn hier? Wer ist das denn? Kann ich nur privat einen Spind benutzen? Okay. Dann kann ich ja mal eins hier reinpacken. Mehr kann ich hier nicht. Das ist schade. Muss erst angebunden werden irgendwie. Die vielleicht gar nicht finden dürfen. Ach, Fragile Express ist das hier. Na komm, Rumpel. Achso, ich kann ja hier weiterlaufen, oder? Na toll, GD-Gebiet. Ganz klasse, ey. Oh, warte mal. Ich hab noch ein Material vergessen. Also nochmal zurück. Na, das ist ja ein Traum. Das überall verstreut hier. Das ist komplett auf der anderen Seite. Willst du mich verarschen? Kann ich denn hier so ein Ding nicht hinbauen? Ich wollte das sowieso testen. Moment mal eben. Geht nicht, weil da kein... Es geht nur in dem innerhalb des Netzwerks. Ja, kann ich natürlich nirgendwo aufbauen, denn Reichweite sind 354 Meter und ich bin zu weit und ein Hindernis ist natürlich auch noch da. Das wird nix, du. Hat sich dann wohl erledigt. Wie soll ich denn jetzt über den blöden See kommen? Das ist ja auch noch mit Strömung hier. Oh Mann. Ich muss auf meine Belastbarkeitsanzeige aufpassen. Muss man einfach noch stillstehen. Und dann geht sie wieder nach oben. Ja, Bibi gefällt das überhaupt nicht, denn... Oh, hier ist alles rot. Oh, oh. Oh, Mist. Komm, steh wieder auf. Steh wieder auf. Oh, Mann. Ich habe gar nicht aufgepasst, dass es da... Da, ein Traum. Wie soll ich denn da rüberkommen jetzt? Ich könnte jetzt eine fette Brücke bauen, aber das bringt mir auch nichts. Und jetzt ist mein ganzer Stuff weg. Antike Idee, spezielle Legierung. Ja gut, das ist mir eigentlich egal. Ist nicht schlimm. Oh Mist, das ist ja...
Ist ja so tief hier. Geht da drüben ein Teil? Nö. Bist du oben rum? Leiter. Komme hier auf keinen Fall rüber. Da hinten ist es dann, aber das ist ja übel, übelster Umweg. Also wir machen mal Folgendes. Ich guck mal, dass ich hier irgendwie rüberkomme. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, und bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.